So, ja, der Countdown ist abgelaufen und das heißt, jetzt geht's los. Also, die Letzten kommen noch rein, sucht eure Sitze. Es gibt, ich sehe jetzt keinen freien mehr, aber irgendwo gibt's auf jeden Fall noch freie Plätze. Also, nur rein. Genau. Ja, hey, voll schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich echt, euch alle zu sehen. Ich war auch schon eine Weile nicht mehr da, deswegen freue ich mich umso mehr und begrüße euch alle ganz herzlich. Alle, die hier in der Johanneskirche sind, alle, die beim Livestream zuschauen, wo ist die Kamera? Irgendwo da. Herzlich willkommen und ganz besonderes Willkommen wie immer an alle, die heute zum allerersten Mal da sind. Und ich habe erfahren, das sind vielleicht einige, weil heute sind die ganzen Konfis da. Genau, ihr habt auf eurem Stuhl auch schon hier so eine schöne Karte gesehen, da seht ihr die ganzen Konfis. Vielleicht schaut ihr mal nach links und nach rechts, ob da jemand neben euch sitzt. Da steht jetzt aber drauf, das sind nur die aus der Jakobuskirche, es sind auch Konfis aus der Petruskirche da. Nein? Ah, es gibt nur einen Konfi-Jahrgang, okay. Ja, bei uns war das damals noch anders, es ist eine ganze Weile her, dass ich mal konfirmiert worden bin, also deswegen sorry, dass ich das nicht weiß. Ja, genau, also alle, die heute zum ersten Mal da sind, die dürfen nachher, nach dem Gottesdienst, da hinten an den Heimwärtstreffpunkt, da kriegt ihr alle noch irgendwelche tollen Sachen. Ich weiß nicht genau was, aber es wird auf jeden Fall was Gutes sein, denke ich. Und da könnt ihr auch noch mit Mitarbeitern schwätzen, wenn ihr Bock habt. Genau, also herzlich willkommen nachher da hinten beim Treffpunkt. Ja, heute steigen wir in eine neue Predigtreihe ein. Und zwar heißt diese Predigtreihe die vier göttlichen Prinzipien. Und ich muss leider zugeben, ich bin ein bisschen spontan eingesprungen, deshalb kenne ich nur eins von den göttlichen Prinzipien, das, was heute dran ist. Die anderen kenne ich noch nicht, das heißt, ich habe euch nicht viel voraus. Man muss dazu aber auch sagen, es gibt wahrscheinlich nicht nur vier, aber wir haben mal vier herausgepickt, die wir als besonders wichtig, für besonders wichtig halten. Und das erste göttliche Prinzip oder das Thema des heutigen Gottesdienst heißt Keep calm and love your neighbor. Also bleib ruhig, bleib entspannt und liebe deinen Nächsten. Ja, Nächstenliebe. Da haben wir jetzt noch was Zweites. Da habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, was das ist, was ihr da auf eurem Stuhl gefunden habt. Hier diesen Beutel. Ja, da steht es auch drauf, Love Your Neighbor. Und was es damit auf sich hat, dazu schauen wir uns erstmal ein kurzes Video an. Film ab. Hallo zusammen. Leider kann ich heute nicht bei euch vor Ort sein, dafür schicke ich euch eine Videobotschaft. In diesem Koffer haben wir viele Bag of Love gepackt. Solche habt ihr auch bei euch im Heimwärts. Und in diesem Bag of Love hat es ein paar Socken und eine Culture Card. Bei der Culture Card könnt ihr einen Spruch ankreuzen und diesen in den Bag reinmachen und zusätzlich zu den Socken noch etwas anderes reinmachen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr die gefüllten Bag of Loves in eurem Umfeld weiter verteilt und so die Message Love Your Neighbor in die Welt hinausträgt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und vielleicht lernen wir uns irgendwann einmal kennen. Ja, genau. Ich erkläre es nochmal, was es damit auf sich hat. Love Your Neighbor ist ein faires Modelabel, das mit der Intention gegründet wurde, gerade diese christliche Botschaft der Nächstenliebe nochmal weiter zu verbreiten. Und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich schon gefreut, hey cool, ich habe was geschenkt bekommen. Sorry, es ist nicht für euch, sondern normalerweise kriegt man das, wenn man ein T-Shirt oder sonst irgendein Kleidungsstück bei diesem Modelabel einkauft. Ihr bekommt es jetzt so, aber nicht für euch selber, sondern ihr sollt es weiter verschenken. An jemanden, der es vielleicht nötiger hat als ihr, dem ihr eine Freude machen wollt, ganz egal. Und dann könnt ihr euch, vielleicht wenn ihr jetzt enttäuscht seid, trotzdem freuen, weil Schenken ist ja bekanntlich auch eine schöne Sache. Und jetzt müsst ihr nicht bis Weihnachten warten, bis ihr das machen könnt. Und ihr wisst auch schon, was ihr schenken könnt. Also super Sache. Genau. So viel zum Thema erstmal Nächstenliebe.
Und noch eine Sache, einige von euch haben darin vielleicht schon Übung, und zwar unter den Frauen von uns gab es demnächst auch schon eine coole Aktion, wo auch so Sachen weiter verschenkt wurden. Da gab es zuletzt einen Herzlichtgottesdienst, wo eine Art Projekt dabei war, nämlich beim Hoffnungshaus oder mit dem Hoffnungshaus zusammen auch so kleine Geschenke an die Prostituierten in Stuttgart zu verteilen. Also ihr habt da dann jetzt schon ein bisschen Übung, alle anderen können das auch noch dann zum ersten Mal üben, solche Sachen an jemanden, vielleicht auch ganz wildfremden, zu verschenken. Genau, jetzt da wir wissen, was es mit den ganzen Sachen auf unseren Stühlen auf sich hatte, kommen wir zum Prediger des heutigen Abends, Christian Almasud, auch bekannt als Alma. Einen herzlichen Applaus für dich. Schön, dass du da bist, Christian. Und du bist ja schon so ein, also bist ja schon ein Routinier hier bei Heimwärts, bist schon ein paar Mal da gewesen, aber wir haben ja gehört, es sind ein paar neue hier wahrscheinlich. Deswegen sag einfach ein bisschen was zu dir, und dann habe ich gelesen, in den Moderationsnotizen, noch einen Fun Fact über dich bitte. Ah, cool. Das ist immer sehr interessant, diese Fun Facts. Mein Name ist Christian Almasud, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und verkündige Jesus da, wo ich bin, sei es jetzt im Internet oder im echten Leben. Und ein Fun Fact ist, ich schaue mir gerne Videos an, wo Pickel ausgedrückt werden. Ich finde es irgendwie faszinierend. Ja, finde ich auch, mag ich auch ganz gern tatsächlich. Ja, cool. Also, ein Fun Fact schon mal gelernt. Jetzt kommt aber noch unsere Talkbox-Runde. Ich würde sagen, wir setzen uns dazu ganz gemütlich hin. Such dir einen Stuhl aus. Sehr gut. Und kennst du auch schon, denke ich, die Talkbox? Drei Fragen. Normalerweise ist die erste Frage ganz einfach, aber ich muss sagen, die erste Frage diesmal ist ziemlich schwer, nämlich, bist du ein Hunde- oder ein Katzenmensch? Also ich habe keine Haustiere. Wir haben unsere Eltern angefleht, Haustiere zu haben, und damals waren wir noch drei Kinder, heute sind wir fünf. Und meine Schwester und ich, wir haben Vollgas gegeben. Wir haben so gebettelt wie noch nie zuvor, und unsere Eltern haben einen Kompromiss geschlossen, und dann hatten wir für ein paar Monate lang Fische. aber da wir alle sehr unwissend waren, wenn es um das Thema Fische geht, hatten wir halt Fische in einem Aquarium, die sich gegenseitig gefressen haben. Es war so mehr oder weniger ein traumatisches Haustiererlebnis, deswegen, ich finde Haustiere ganz cool, aber ich hatte nie welche. Aber ich schätze, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Hund, weil der könnte mich im Notfall verteidigen. Zumindest, wenn es die richtige Rasse ist. Also, falls du dann mal Hunde hättest, dann hoffe ich, dass die sich dann auch nicht gegenseitig auffressen. Das wäre wertvoll, ja. Okay, cool. Ja, nächste Frage, da steigen wir so ein bisschen ins Thema ein. Es geht ja um Keep Calm, also bleib ruhig, bleib geduldig. Aber gibt es ein Thema in deinem Leben, wo es dir sehr, sehr schwer fällt, geduldig zu sein? Oder gibt es nicht nur einen Bereich in meinem Leben? Generell, Geduld ist keine so einfache Sache. Und das Wunderbare ist, und das ist ein Teaser für nächste Woche Sonntag, ich werde predigen über das Thema Warten und geduldig sein. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Aber ich glaube, ein Themenbereich, wo es mir schwerfällt, geduldig zu sein oder ruhig zu sein, entspannt zu sein, ist, wenn es um meine Familie geht. Sei es jetzt, sie zu beschützen oder auch in einer entspannten Art und Weise mit ihnen zu reden. Ich glaube, da kann man sehr schnell sehr hitzige Gespräche herausfiltern. Ja. Okay, also in der Familie Almasud geht es ab und zu ab. Richtig. Die Emotionen sind groß in beide Richtungen. Okay, ja, also sehr wichtig, da geduldig zu sein. Schön. Ja. Oder, ja, das fällt dir schwer, aber trotzdem, du probierst es. Sehr gut. Definitiv, ja. Ja, und wenn man da noch einen Schritt weiter geht und uns zu unserer dritten Frage kommt, wenn man sehr geduldig ist, dann gibt man auch die Kontrolle ab, ja, würde ich jetzt mal sagen. Hast du das mal schon mal gemacht, und zwar in dem Sinne, dass du gesagt hast, hey Gott, ich gebe die Kontrolle komplett an dich ab? 100%, viele, viele Male in meinem Leben war ich auf meinen Knien und habe Gott gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, kümmere du dich drum. Und dazu sind wir auch voll berufen, immer wieder
zu Gott zu kommen und Dinge ihm abzugeben, sei es jetzt unsere Beziehung zu unseren Geschwistern, unser Studium, unsere Schule, unsere Arbeit oder Sonstiges. Wir sind dazu berufen, Dinge abzugeben. Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr darum kümmert, aber sagt nicht mehr, ich bin der Chef dieser Lage, sondern Gott ist der Chef. Und dann offenbart sich dieses Geheimnis, wie es in der Bibel heißt, dass er in unserer Schwachheit mächtig ist. Genau. Okay. Ja, cool, dass wir jetzt deine Antworten zu diesen drei Fragen gehört haben. Sehr interessant. Und jetzt gebe ich die Fragen an euch weiter. Ihr dürft euch nach links, nach rechts, nach hinten oder nach vorne drehen und mit euren Nachbarn ein bisschen darüber quatschen. Was würdet ihr zu diesen Fragen sagen? Und dann geht es irgendwann weiter, erst mit dem Liedblock und dann hören wir nochmal mehr von dir, Christian. Let's go. Also, von uns auch ein herzliches Willkommen zu Heimwärts. Wir dürfen jetzt mit euch in den Lobpreisblock starten und wir würden uns freuen, wenn ihr alle aufsteht.
Ich kann's nicht verstehen.
dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir im Lobpreis zu dir kommen dürfen, dass wir alles bei dir ablegen dürfen und dass wir einfach in deine Gegenwart eintreten dürfen. Schenk uns doch einen schönen gemeinsamen Abend. Schenk uns, dass wir alle hier viel von deinem Wort mitnehmen können, dass wir es in unser Leben einbetten können, dass wir das auch als Zuspruch für die neue Woche mitnehmen können. Schenk uns deinen Segen. Amen. Amen. Könnt ihr euch gerne setzen. Als ich mitbekommen habe, was wir hier für eine Predigtserie haben, eine Predigtreihe haben, habe ich mich richtig, richtig gefreut.
göttliche Prinzipien, biblische Prinzipien für ein lebenswertes Leben. Wir wissen, dass in diesem Buch die Geschichte von Gott und den Menschen beschrieben wird und beschrieben ist. Dieses Buch ist voller Wahrheit und voller Weisheit. Dieses Buch zeigt den Rettungsplan und den Heilsplan Gottes für den Menschen, wie er den Menschen aus dem hässlichen und den schrecklichen Ort befreit, in den er sich selber versetzt hat. Aber außerdem gibt es in diesem Buch herrliche und wunderschöne Prinzipien für ein lebenswertes Leben, für ein gutes Leben, für ein friedvolles Leben, für ein beständiges Leben, für ein geduldiges Leben. Dieses Buch ist gefüllt mit Wahrheiten und mit Weisheiten. Ich habe euch vorher gesagt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und weil ich das studiere, lese ich relativ viele Bücher über Management und Leiterschaft und auch Bücher darüber, wie man einen besseren Tag haben kann, einen besseren Alltag haben kann. Und was mir aufgefallen ist, dass bei den besonders guten Büchern, die weltweit renommiert sind, die auf New York Bestsellerlisten und Spiegel Bestsellerlisten stehen, sich diese Bücher stets und immer zu ganz, ganz großen Stücken bedienen am Wort Gottes. An den Prinzipien, die wir hier stehen haben, die wir hier lesen können. Es ist erstaunlich. Versteht ihr, ich kenne viele Christen, die haben ein unfassbar großes theologisches Wissen über die Bibel und die Dreieinigkeit und die Offenbarung. Aber ihr Charakter offenbart in keinem Maß die Liebe von Gott. Es ist einfach, die Bibel zu lesen und zu denken und ja, hier ist noch eine Theorie, wann Jesus wiederkommt und da ist noch ein Zeichen und hier ist noch was. Und das ist, ich sage nicht, dass es falsch ist, aber wenn es dein Charakter nicht formt, wenn du nicht durch das Wort Gottes ein Mensch wirst, der Jesus ähnlicher wird, dann hat dieses Wort in deinem Leben keine Kraft und keine Macht. Das Wort Gottes ist dazu bestimmt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Die Beziehung zu Jesus ist dazu bestimmt, dass wir Jesus ähnlicher werden in unserem Wandel. Es gab keinen einzigen Menschen, der hier auf dieser Erde jemals sündlos gelaufen ist, außer Jesus Christus. Menschenmassen haben sich um ihn geschart. Nicht, weil er unangenehm war oder Leute gedacht haben, ja, irgendwie, keine Ahnung, sondern weil er ein herausragender Mensch. Leute wollten in seiner Nähe sein. Egal, ob sie ihn gehasst oder geliebt haben. Aber er hatte was, was alle anderen nicht hatten. Ich sehe immer wieder, wie Leute am Ende ihres Lebens stehen und sagen, ey, mein Leben gleicht einem Scherbenhaufen. Mein Leben gleicht einem Scherbenhaufen. Ich hab's verbockt. Ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren. Durch meine eigenen Entscheidungen. Und was erstaunlich ist, ist, dass ich bis zum heutigen Tage, und ich bin jetzt erst 25 Jahre alt, aber 25 Jahre ist auch eine Zeit, aber bis zum heutigen Tage bin ich noch nie einem Menschen begegnet, der nach den Prinzipien und den Weisungen der Bibel lebt und sagt, mein Leben, ich habe es verbockt, ich habe es verkackt. Noch nie. Aber so häufig hatte ich Gespräche mit Freunden, mit Leuten, die gesagt haben, mein Leben ist ein Scherbenhaufen, weil ich nach meinen eigenen Weisheiten gelaufen bin. Das Buch, die Bibel. Willst du ein gutes Leben leben? Dann lese dieses Buch und finde die Prinzipien und die Wahrheiten und die Weisheiten. Es ist erstaunlich. In Psalm 1, einer meiner Lieblingspsalmen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne Psalm 1 aufschlagen. Wenn nicht, ist das auch okay. In Psalm 1, da schreibt der Psalmist, glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Glücklich ist der Mann, glücklich ist der Mensch, der über das Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Warum ist man glücklich, wenn man über die Bibel nachsinnt, Tag und Nacht? Weil sie dir ein lebenswertes Leben garantiert.
Was bedeutet ein lebenswertes Leben? Ist ein lebenswertes Leben ein Leben, wo uns alle Menschen lieben? Nein, das ist es nicht. Jesus hatte das lebenswerteste Leben, denn mit innerhalb von gerade mal 33 Jahren hat er es geschafft, die gesamte Menschheit zu befreien. Und bis zum heutigen Tage, 2000 Jahre später, sind noch Millionen Menschen bereit, ihr Leben für Jesus zu lassen. Ich würde sagen, dass das ein ziemlich lebenswertes Leben war. Und er wurde nicht geliebt von allen Menschen. Im Gegenteil, er wurde sogar ans Kreuz geschlagen. Ein lebenswertes Leben ist nicht, wenn uns alle lieben. Ein lebenswertes Leben ist nicht, wenn wir Reichtümer haben noch und nöcher. Wie viele Berühmtheiten kennen wir, die reich sind und all die Aufmerksamkeit haben, nach der sich ein Mensch sehen kann, und dennoch nehmen sie sich ihr Leben. Richtig? Ein lebenswertes Leben ist dort, wo das Wort Gottes ist. Wer von euch hat TikTok? Hebt mal die Hand. Oder Instagram? Hebt mal die Hand. Okay, nicht wenige. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es kann gut sein. So wie eine Pistole etwas Gutes sein kann, wenn du auf der Jagd bist, weil es kein Aldi gibt oder so, keine Ahnung. Komisches Szenario. Oder ein Auto, besser gesagt, ein Auto oder ein LKW gut sein kann, weil es bringt uns unsere Amazon-Paketchen von A nach B innerhalb von 1 bis 2 Werktagen. Eine herrliche Sache, aber in der Hand von jemand Falschem kann dieser LKW benutzt werden, um auf Weihnachtsmärkte zu fahren und das Leben von Menschen zu nehmen. Richtig? Das heißt, Social Media kann gut sein oder schlecht sein. Es kommt darauf an, wie wir es benutzen und für was wir es gebrauchen. Und vor einigen Monaten habe ich ein kurzes Video, ein christliches Video gesehen, wo es Genesis beschreibt. Und ich liebe dieses Video. Das Video beschreibt, wie Gott zum Himmel gesprochen hat, um die Lebewesen des Himmels zu kreieren. Wie Gott zum Wasser gesprochen hat, um die Lebewesen des Wassers zu kreieren. Er sprach zum Wasser, es soll Lebewesen hervorbringen. Und er sprach zur Erde, es soll Lebewesen hervorbringen. Und er sprach zum Himmel, es soll Lebewesen hervorbringen. Warum sprach Gott immer zu den verschiedenen Sachen des? Weil ein Fisch hat ein lebenswertes Leben. Wo? Im Wasser. Am Land? Wohl eher nicht. So wie eine Kuh ein lebenswertes Leben auf der Wiese hat und nicht im Wasser oder in der Luft. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber ich habe mal gesehen, irgendwie in der Schweiz, die sind ganz schön crazy. Teilweise, die nehmen Kühe mit einem Helikopter und bringen die von A nach B. Es sieht immer sehr witzig aus, aber man merkt irgendwie, die Kuh ist nicht für die Luft gemacht. Aber zu wem hat Gott gesprochen, als er gesagt hat, wir müssen die Menschen machen? Er hat zu sich selber gesprochen. Wie der Fisch das Wasser braucht, so braucht der Mensch die Gegenwart Gottes für ein lebenswertes Leben, für ein gutes Leben. In Matthäus 22, die Verse 34 bis 40, da wird Jesus gefragt: Lehrer, was ist das Wichtigste der Gesetze? Wenn Juden dir so eine Frage stellen, dann erwarten die 2 Dinge von dir. Erstmal, dass du alle 613 Gesetze des Alten Testaments kennst. Im Alten Testament haben wir 613 Gesetze. Und von diesen 613 Gesetzen haben die gesagt: Und Lehrer, was ist das Wichtigste? Sie wollten ihn versuchen, sie wollten beweisen, dass Jesus Irrlehre betreibt, dass er was falsch macht. Und Jesus antwortet auf eine herrliche Art und Weise. Und er antwortet hier in Matthäus 22, ab Vers 37. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Pharisäer konnten nichts dem entgegensetzen. Das heißt, 613 Gesetze des Alten Testamentes können zusammengefasst werden in diese 2 Gebote.
Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Love your neighbor, liebe deinen Nächsten, Nächstenliebe. Die 10 Gebote gehen folgendermaßen, richtig? Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lästern und so weiter und so fort. Aber hier sagt Gott, sagt Jesus, du sollst. Es ist erstaunlich, wie das du sollst, das gesamte du sollst nicht ausgleicht. Stellt euch mal vor, ihr lauft auf einer Slackline, auf so einem Faden, ich weiß nicht, ob ihr das könnt, ich kann das nicht, ich habe die Balance von einem Ei. Die Leute sagen mir immer, schau auf diesen Punkt da vorne, ich gucke auf den Punkt, aber es wird nicht besser. Auf jeden Fall, ich könnte dir sagen, wo du alles nicht hintreten sollst. Du sollst nicht dorthin treten, du sollst nicht hier hintreten, du sollst nicht dorthin treten, oder ich sage dir einfach, du sollst nur auf dieser Linie treten. Nur auf diesem Seil, das ist Gurt, gell, das ist ein Gurt. Du sollst nur auf diesen Gurt treten. Jesus, was macht er? Er sagt nicht, also wenn du dich danach fühlst, dann lieb Gott. Wenn nicht, schade, aber versuch's halt. Er befiehlt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und beide sind gleichwertig. Beide sind gleich wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass das Buch, dass die Bibel das heilige Wort von Jesus Christus ist, das heilige Wort von Gott ist. Und ich glaube, dass nicht mal ein Komma zufällig in dem Wort Gottes steht. Ich glaube, alles hat seinen Sinn und alles hat seine Bedeutung. Warum, wenn beide Gesetze gleichzeitig sind, warum hat dann Jesus trotzdem die Liebe zu Gott als erstes hingestellt? Sie sind beide gleichwertig, gleich wichtig in ihrer Tiefe. Aber trotzdem hat er das eine vor das andere gestellt. Und ich glaube, es ist kein Zufall. Selbst wenn du das lebenswerteste Leben hier auf dieser Erde lebst, selbst wenn du alle Gesetze Gottes einhältst, aber du hast Gott nicht, dann hast du nichts. Versteht ihr, ich kann es euch vielleicht beschreiben mit einem Kontostand, okay? Stellt euch mal vor, ihr verdient jeden Monat 1 Million Euro. Das ist euer Nettogehalt. 1 Million Euro jeden Monat. Wer würde sich darüber freuen? Hebt mal die Hand. Der seine Hand nicht hebt, ich weiß nicht, was du für ein Nettogehalt hast, aber lass uns mal reden. Krass, jeden Monat 1 Million Euro, heftig. Und dann gibt es einen anderen Mann, der hat ein Nettogehalt von jeden Monat 1.000 Euro. Okay, eine andere Option, du kriegst jeden Monat netto 1.000 Euro. Für was würdest du dich entscheiden? Für die 1 Million im Monat oder für die 1.000 im Monat? Die meisten würden sich sehr wahrscheinlich für die 1 Million im Monat entscheiden. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass derjenige, der jeden Monat 1 Million Euro auf sein Konto gutgeschrieben bekommt, Schulden hat in Höhe von 300 Trillionen? Zeit deines Lebens und deiner Kinder und deiner Kindeskinder und deiner Kindeskindeskindeskinder wirst du diesen Betrag niemals abbezahlen, auch wenn du jeden Monat 1 Million mit Zinsen bekommst. Du wirst ihn nicht abbezahlen können. Und der andere, der nur 1.000 im Monat bekommt, hat keine Schulden. Und so ähnlich ist es mit Gott. Selbst wenn du der erfolgreichste und der tollste Mensch bist hier auf dieser Erde, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, du hast nichts. Du hast einen Schuldenhaufen, den du nicht abbezahlen kannst, auch wenn du alles tust und alles machst. Während jemand, der nichts Gutes in seinem Leben getan hat, der mit Jesus Christus gekreuzigt wurde, noch im letzten Moment gesagt bekommen hat von Jesus selbst, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus kann uns das geben, was wir niemals, niemals erreichen können. Und zwar Schuldenfreiheit. Herrlich. Nichts ist so wichtig wie deine persönliche Beziehung zu Gott. Aber ich finde es erstaunlich und die Bibel schreibt immer wieder, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem Herzen. Und warum heißt,
das Herz ist natürlich symbolisch, im Grunde genommen ist das Herz ja nur ein Organ, aber was ich so schön finde an der Symbolik des Herzens ist, alles funktioniert durch das Herz, alles fließt durch das Herz. Das Herz hat durch die Adern eine Verbindung zu deinen Händen, zu deinen Füßen, zu deinem Mund, zu deiner Zunge, zu allem, zu deinen Augen, zu deinen Ohren, zu allem, wer du bist und allem, was du tust. Das bedeutet, wenn du Gott mit deinem gesamten Herzen liebst, dann können deine Hände, dann können deine Füße, dann kann deine Zunge nicht anders, als die Liebe zu deklarieren in Wort und in Tat. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Beziehung mit einem Menschen, der dir ständig sagt, wie sehr er dich liebt, aber er macht nie was. Oder sie tut nie etwas. Liebt diese Person wirklich? Ich glaube nicht. Worte sind einfach auszusprechen und Worte sind wichtig. Versteht mich hier nicht falsch. Aber Worte sind genauso wichtig und Taten sind genauso wichtig wie Worte und Taten wie Worte. Boah, was war das für ein Satz? Worte und Taten sind gleich wichtig. Das will ich damit sagen. Wir müssen uns dem bewusst sein, wenn wir Gott wirklich lieben, dann kann unser Körper dann nicht anders, als es zu deklarieren, in dem, was wir tun, in dem, was wir sagen, in dem, was wir machen. Wenn wir jemanden lieben, dann sind wir in Kommunikation mit dieser Person, werden dieser Person ähnlich und tun das, was dieser Person gefällt. In Johannes 14 erhält Jesus eine Predigt und in dieser Predigt sagt er dreimal, was es bedeutet, ihn zu lieben. Er sagt, der mich liebt, der hält mein Wort. Der mich liebt, der hält mein Wort. Der mich liebt, der hält mein Wort. Das bedeutet es, Jesus zu lieben. Jesus zu lieben bedeutet nicht, keine Ahnung, ein paar Lobpreislieder zu singen und zu sagen, oh, ich liebe Jesus so sehr und ich habe sogar in meiner Instagram-Bio reingeschrieben, dass ich Jesus so sehr liebe und ich habe sogar einen Fisch auf mein Auto geklebt, dass ich Jesus so sehr liebe. Jesus zu lieben bedeutet, sein Wort zu halten. Aber was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet mehr als nur selbstloses Dienen. Liebe bedeutet mehr als Selbstlosigkeit. Wenn wir sagen, wir möchten unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann ist natürlich vorausgesetzt, dass wir uns selbst lieben, richtig? Und ich glaube, die meisten Menschen haben kein Problem damit, sich selbst zu lieben. Ich glaube, wir leben eher in Zeiten, wo wir von der anderen Seite des Pferdes fallen, wo wir vielleicht eher in eine Selbstverliebtheit stürzen und der Meinung sind, die gesamte Welt dreht sich um uns und um unsere Wünsche, um unsere Bedürfnisse. Aber viel zu häufig begegnen mir Leute, die sich selbst nicht vergeben haben, die vielleicht in der Vergangenheit Dinge getan haben, die nicht richtig waren, die nicht gut waren und sich selbst nicht vergeben haben und deswegen keine Liebe zu sich haben. Ich bin überzeugt davon, hier in diesem Raum sitzen vielleicht Leute, jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst, du hasst dich selbst. Lass mich dir sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Jesus liebt dich, egal was du getan hast, denn genau dafür ist er gestorben. Dafür ist er gestorben. Er liebt dich, egal was du getan hast, egal was du gesagt hast. Er hat dich angenommen in der Fülle. Er hat dich angenommen mit allem, was du getan hast. Und seine Liebe hört nicht auf. Seine Liebe ist bedingungslos. Seine Liebe ist uns treu, auch in unserer Untreue. Er hört nicht auf, dich zu lieben. Er wird es niemals tun. Darum möchte ich dich ermutigen. Hasse nicht das, was Gott liebt, sondern fang an zu lernen, es anzunehmen. Fang an zu lernen, dich nicht zu reduzieren auf deine Fehler, auf das, was du falsch gemacht hast, sondern zu lernen, was es heißt, auch das zu lieben, was nicht perfekt ist, auch das zu lieben, was noch nicht gut ist, was noch nicht erfüllt ist. Unser Nächsten zu lieben, wir haben es hier vorher, und wie ich es auch vorher gesagt habe, ist Liebe, gibt sich nicht zufrieden mit dem Wort, sondern Liebe muss tun. Liebe macht Dinge, sie tut Dinge. Und wir haben hier eine coole Aktion, wo du, keine Ahnung, zu deinem Nachbarn, zu deinem Klassenkameraden, zu deinem Arbeitskollegen gehen kannst und ihm oder ihr das schenken kannst. Und das ist herrlich. Aber lass mich dir sagen, auch das ist nicht die Liebe. In 1. Korinther 13, falls du deine Bibel dabei hast, schlag's gerne auf. 1. Korinther 13. Da schreibt Paulus etwas ganz Erstaunliches. Paulus schreibt, 1. Korinther 13, Vers 1,
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all mein Hab und all mein Essen den Armen geben würde, wenn ich selbst meinen Leib, meinen ganzen Körper hingeben würde, damit ich Ruhm gewinne, aber ich habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Versteht ihr, wir können in Lieblosigkeit dienen. Wir können in Lieblosigkeit spenden den Armen. Wir können in Lieblosigkeit etwas Gutes tun. Aber es ist wertlos, schreibt die Bibel. Die Bibel sagt selber, selbst wenn du die beste Theologie der Welt hast und du alle Geheimnisse der Bibel kennst, aber du hast nicht die Liebe, so hast du nichts. Selbst wenn du in der schönsten Sprache reden kannst, aber du hast nicht die Liebe, da höre ich lieber irgendjemanden beim Schlagzeugspielen zu, der nicht Schlagzeug spielen kann. Erstaunlich. Die Liebe ist so viel mehr als einfach zu dienen und zu sagen, ja schau mal, also ich habe ihr das doch gegeben oder ich habe ihm das doch gegeben. Die Geschwister haben, die kennen das bestimmt, wenn man sich gestritten hat und dann die Eltern sagen, geh jetzt hin zu deinem Bruder, geh jetzt hin zu deiner Schwester und bitte um Entschuldigung. Und du gehst hin, sagst, hey, Entschuldigung, gehst wieder raus. Und dann kommt dann, und der Vater oder die Mutter hat das gehört und dann sagt, entschuldige dich, habe ich doch getan. Ja, aber in Lieblosigkeit. Auch wenn wir spenden, sei es jetzt in der Kirche oder wir unterstützen irgendeinen Freund oder irgendeine Freundin, tun wir das, weil wir uns besser fühlen wollen? Tun wir das, weil wir uns als jemand Besseres betrachten? Oder weil wir lieben? Hast du wirklich deinen Nächsten? Wer ist überhaupt dein Nächster? Dein Nächster ist jeder Mensch, der neben dir, der um dir, der in deinem Umfeld ist. Jeder Mensch um dich herum ist dein Nächster. Selbst deine Feinde sind dein Nächster. Die Bibel schreibt, dass wir dazu berufen sind, unsere Feinde zu lieben. Es heißt sogar so erstaunlich, in Lukas 6, Vers 32 sagt Jesus, was ist so besonders daran, die zu lieben, die dich lieben? Selbst die Ungläubigen tun das. Aber die zu lieben, die dich hassen, die zu lieben, die dich verfolgen, die zu lieben, die du deine Feinde nennst, das ist erstaunlich und das braucht die Kraft und die Macht des Heiligen Geistes. Zu lieben bedeutet, die Menschen wirklich in ihrem Herzen zu haben, wirklich in deinem Herzen zu haben. Lass mich dich fragen, hast du wirklich deinen Nächsten in deinem Herzen und nicht nur so, ja, also ich sollte mal wieder klopfen und fragen, wie es ihr geht, sondern hast du diese Person wirklich in deinem Herzen? Als ich die Predigt vorbereitet habe, da wurde ich so krass überführt, weil ich eine ganz ehrliche Antwort geben musste und sagen musste, nee, hatte ich nicht. Ich habe mich viel mehr auf das Tun konzentriert und gesagt, ja gut, als Christ sollte ich jetzt hier das machen, als Christ sollte ich da jetzt das machen. Aber um ehrlich zu sein mit euch, hatte ich keine Liebe. Keine aufrichtige, keine echte Liebe. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, okay, wie kriege ich Liebe für Leute, an denen ich, um ganz ehrlich zu sein, kein Interesse habe? So, wie kriege ich Liebe für Menschen, wo ich, um ganz ehrlich zu sein, sie gehen mir auf die Nerven? Wie kriege ich Liebe für solche Personen? Du kriegst Liebe für Personen, die du eigentlich nicht ausstehen kannst, die du vielleicht sogar als deine Feinde bezeichnen würdest, indem du anfängst, für sie zu beten. Nach dem Vorbild von Jesus Christus. Er hat gebetet für seine Feinde. Du kriegst Liebe für deine Feinde, indem du mit ihm vielleicht sogar an einem Tisch sitzt, mit ihnen Zeit verbringst. In Psalm 23 schreibt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich fand diesen Vers immer sehr komisch, weil ich mir gedacht habe, ich will keinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich will nicht mit meinen Feinden an einem Tisch sitzen. Bis ich erkannt habe, dieser Tisch war Jesus mit den 12 Jüngern beim letzten Abendmahl. In der Bibel heißt es, noch bevor wir Christus gekannt haben, waren wir seine Feinde. Jesus war derjenige, der an dem Tisch saß mit seinen Feinden und nichts anderes übrig hatte für sie außer Liebe.
Wie schaffe ich es, Leute zu lieben? Wie schaffe ich es, Leute zu lieben, die mir nichts Gutes wünschen? Indem ich auf das Kreuz von Jesus Christus gucke und erkenne, welche Gnade er mir zugewiesen hat. Versteht ihr, es ist einfach, jemanden 10 Euro zu vergeben. Wenn er dir 10 Euro ausleiht und du kriegst es nie wieder, ist es einfach, wenn du eigentlich 10.000 Euro Schulden hattest bei jemandem und jemand gesagt hat, ey, weißt du was, ist okay. Und genau das ist das Verhältnis zwischen unserem Nächsten und dem Kreuz. Es gibt nichts auf dieser Welt, dass dir irgendjemand irgendetwas antun kann, das größer ist als das Kreuz und was du Jesus angetan hast. Häufig machen wir den Fehler als Christen, dass wir sagen, dass Judas der schlimme Bursche war, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Du und ich, wir sind Judas. Wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wir haben es getan. Wenn wir an das Kreuz gucken und erkennen, welche Gnade Jesus für unser Leben hatte, wird es uns einfach fallen, Gnade für unsere Mitmenschen zu haben. Wenn wir an das Kreuz von Jesus gucken und erkennen, welche Liebe er für uns hatte, wird es uns einfach fallen, Liebe zu haben für die Leute, die nichts Gutes uns antun. Und was ich damit sage, und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, zu lieben heißt nicht zu schlucken. Zu lieben heißt nicht, wenn immer irgendwie Ungereimtheiten entstehen oder du Konflikte hast, den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das ist keine Liebe, sondern das ist feige. Und Konflikte, die wir in uns hineinfressen, werden zu Kriegen, werden zu Schlachten in uns selbst, bis sie irgendwann ausbrechen. Und es braucht nur einen kleinen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ich war mit meiner kleinen Schwester Johanna, die ist 7 Jahre alt, waren wir vor 1-2 Wochen im Fildorado und wir hatten so einen Luftball, so einen Wasserball mit. Und Johanna hat den Ball genommen und hat den in das Wasser reingedrückt. Und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn man so einen Luftball in das Wasser reindrückt. Es muss nur eine kleine Bewegung entstehen und dieser Ball schießt in die Luft. Und wenn du nicht dein Gesicht rechtzeitig da wegbekommst, dann haust du dir den Ball in dein Gesicht. Und so ähnlich ist es mit Konflikten, wenn wir sie nicht ansprechen. So ähnlich ist es mit Konflikten, wenn wir sie in uns hineinfressen. Und das ist das Erstaunliche, Konflikte in Liebe anzusprechen, ist schwierig. Dafür braucht es Kraft und dafür braucht es Macht. Konflikte von einem hohen Ross anzusprechen und so, oh, was hast du schon wieder getan? Es braucht keine Kraft. Es ist feige. Es ist feige, die Mauern hochzuziehen und das Herz hart zu lassen und dann in Konflikte hineinzuziehen. Aber es ist schwierig und es verlangt Kraft und es verlangt die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn ich sage, hey, ich weiß das, was du mir antun wolltest, war vielleicht nicht deine Intention, aber selbst wenn es deine Intention war, es hat mich gestört. Aber lass mich dir sagen, ich habe dennoch nichts anderes übrig für dich außer Liebe. Ich wurde einmal von jemandem beleidigt, der mir etwas vorgeworfen hat. Und meine erste Reaktion war nicht christlich. Meine erste Reaktion war, ich will dir ins Gesicht schlagen. Aber ich danke dem Heiligen Geist, dass er in mir lebt. Und versteht ihr, das ist das Prinzip. Das sind die lebenswerten Prinzipien. Hätte ich dem Typ ins Gesicht geschlagen, ich hätte mich geschämt, wenn ich dem wieder begegnet wäre in ein paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Aber dafür, dass ich in dem Moment Liebe habe walten lassen, ist es mir einfach gefallen, dem Mann wieder ins Gesicht zu sehen. Ich hatte mal eine Situation, ich wurde hintergangen, ich wurde betrogen, belogen und in mir war jedes Gefühl, dieser Person das Gleiche anzutun und noch schlimmer. Jedes Gefühl, dieser Person das Gleiche anzutun und noch schlimmer. Aber in mir hat der Heilige Geist klar und deutlich gesagt, das ist nicht mein Weg. Das ist nicht, wie ich es tun würde. Und genau das ist das Ding. In dem Moment, in dem wir sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, du sollst der Leiter meines Lebens sein, bist es nicht mehr du und dein Denken und deine Weisheit und deine Wahrheit, die bestimmt, was ein gutes Leben ist und wie wir unser Leben leiten sollen, sondern es ist Jesus Christus allein. Es ist der Heilige Geist in uns, der uns leitet. Und ich habe mich dafür entschieden, zu lieben. Ich habe mich dafür entschieden, dem Befehl Gottes nachzugehen, meinen Nächsten zu lieben, meinem Feind zu lieben, die mich hassen, die zu vergeben, die mich betrügen.
Und lasst mich euch sagen, es war nicht einfach und es war in diesem Moment auch nicht schön. Häufig hoffen wir, wenn wir dem Wort Gottes folgen, dass in dem Moment dann auf einmal, oh, Sunshine and Roses und alles ist schön und auf einmal krasses Zeugnis und ich erzähle das nächste Mal beim nächsten Sonntag oder so. Aber im Moment war es nicht schön, aber lasst mich euch sagen, was schön war. Es hat Frucht getragen. Veränderung ist passiert. Neue Dinge sind passiert. Und das wäre nicht passiert, hätte ich genau das Gleiche gemacht. Oder noch schlimmer. Deinen Feind zu lieben, deinen Nächsten zu lieben, gibt dir ein lebenswertes Leben, weil es macht dein Leben ordentlich. Es macht dein Leben sauber und es macht dein Leben gefüllt von Liebe. Und deinen Nächsten zu lieben, kannst du nur und ausschließlich in dem Blick auf das Kreuz von Jesus Christus und der Erkenntnis, dass egal was ich getan habe und egal wie sehr ich Jesus betrogen habe in meinem Tun, er hat mir dennoch vergeben und hat mir dennoch nichts anderes gezeigt außer Liebe. Ich finde es erstaunlich, wenn wir die Worte von Jesus Christus betrachten, nachdem er von den Toten auferstanden ist. In ihm ist kein einziges Wort der Anklage seinen Jüngern gegenüber, die 3 Jahre lang mit ihm Tag ein und Tag aus gewandert sind, ihn gesehen haben, wie er die größten und die schönsten Wunder macht und dann dennoch nicht seinem Wort vertraut haben, als er gesagt hat, und ich werde zurückkommen. Anstatt zu sagen, ich hab's euch doch gesagt, so, was ist los bei euch? Er war da und er hat geliebt. Er hat mit seinen Jüngern gegessen. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Ich würde gern zum Abschluss beten und die Band kann gerne nach oben kommen. Wir werden, auf der Leinwand werden, glaube ich, ein paar Fragen oder nicht, ich weiß nicht, vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber ich möchte euch eine Sache mitgeben in der Zeit, in der Klavier gespielt wird, dass ihr in euch hineingeht und euch ganz ernsthaft fragt, ist mein Nächster in meinem Herzen? Habe ich wahre und authentische Liebe für meinen Nächsten oder nicht? Und wenn das zweite der Fall ist, dann möchte ich dich einladen, Buße zu tun, umzukehren und den Heiligen Geist zu bitten, dir Liebe zu geben. Und ich möchte dich darum bitten, dich zu entscheiden zu lieben. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es gefüllt ist mit guten Prinzipien für ein lebenswertes Leben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, überführe uns in den Momenten, in denen wir nicht geliebt haben, in den Momenten, in denen wir nicht so gehandelt haben, wie es dir gefällt und wie du es tun würdest. Wir sind häufig die einzige Bibel, die Leute lesen werden. Lass uns dir treu sein in unserem Tun. Lass uns dir treu sein in unserer Liebe unserem Nächsten gegenüber. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und mit mir gemeinsam das Vaterunser zu beten, das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Und ich möchte euch einladen, diesmal, wenn wir das Vaterunser beten, auf jedes Wort zu achten, das wir beten. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein
Amen. Ja, Amen. Und damit geht jetzt auch dieser Heimwärtsgottesdienst zu Ende, aber ihr müsst nicht traurig sein, weil der nächste Heimwärtsgottesdienst ist auch schon nächste Woche am 24. September und es geht auch weiter mit Christian Amasud. Im zweiten Teil der Predigtreihe, diesmal nach dem Thema Nächstenliebe, diesmal Keep Calm and Wait, also Geduld, Gottvertrauen. Wir können gespannt sein, denke ich. Ja, also herzliche Einladung dazu. Dann kommen wir zum Opfer. Letztes Mal wurde kein Opfer eingesammelt, weil es gab die Bible Study. Trotzdem danke für alles, was ihr vor 2 oder vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen gegeben habt. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar für alles, was ihr geben könnt. Auch dieses Mal ist das Opfer wieder in 2 Teile aufgeteilt. 50% geht immer an die Arbeit von uns hier bei Heimwärts, um das zu finanzieren. Und 50% geht immer an unterschiedliche Opferprojekte. Diesmal ist dran die Samaritan's Purse, also der Geldbeutel der Samariter. Das ist eine Organisation, die unter anderem die Aktion Weihnachten im Schuhkarton durchführt. Es kennen vielleicht ein paar von euch, da kann man einen Schuhkarton voll mit Geschenken vollpacken, um das an Kinder zu verschicken, die in der Regel keine Weihnachtsgeschenke erhalten, um denen so eine Freude zu machen. Machen aber noch viele andere Sachen, die einfach Opfern von Krieg, von Armut, Naturkatastrophen und religiöse Verfolgung weiterzuhelfen. Genau, also vielen Dank für alles, was ihr geben könnt. Ja, dann gibt es noch 2 ganz große Events anzukündigen und dafür bitte ich die 2 Albers auf die Bühne, erstmal den Marco und dann noch die Leonie, die zu diesen 2 Sachen was sagen. Vielen Dank, Micha. Genau, wir haben ein ganz besonderes Jubiläum, das bevorsteht, 10 Jahre Heimwärts. Und ich möchte mal kurz in die Runde fragen, Hände hoch, gibt es irgendjemand, der beim allerersten Heimwärtsgottesdienst vor knapp 10 Jahren hier mit dabei war? Hey, überragend, ich sehe so ein paar vereinzelte Hände, mega, mega cool. Ich weiß es noch ganz genau, wir waren damals in diesem Nebenraum, die Tür war zu, hier waren Kirchenbänke drin, es sah alles ganz anders aus, es war ganz klein, aber auch schön und es war ein super cooler Start, den wir damals mit Heimwärts gemacht haben und wir freuen uns riesig, dass wir jetzt 10 Jahre Heimwärts feiern dürfen und dazu möchten wir euch zu einem ganz besonderen Gottesdienst einladen. Ihr seht auch gleich hier oben eine Grafik, am 22.10. wird ziemlich exakt vor 10 Jahren eben der erste Heimwärtsgottesdienst stattgefunden haben und wir werden einen Gottesdienst haben, der ein bisschen anders aufgebaut ist wie sonst Sonntagabends. Wir treffen uns nicht um 19 Uhr, sondern schon um 14.30 Uhr mit einem Come Together. Wir werden eine coole Kaffeebar haben, eine Keksbar haben, alles mögliche Zeit, um gemeinsam Gemeinschaft zu verbringen und dann wird es um 15.30 Uhr losgehen mit unserem Jubiläumsgottesdienst. Theo Eisler wird als Prediger dabei sein, ein Mann, der Heimwärts sehr geprägt hat und sich im Hintergrund auch hier als Prediger hier vorne mit dabei an vielen Stellen für Heimwärts immer wieder echt cool eingesetzt hat. Und wir werden, ihr dürft gerne noch mal kurz die Folie einblenden, wir werden eine kleine Talkshow haben mit Leuten, die Heimwärts mit ins Leben gerufen haben, die noch mal ein bisschen erzählen, hey, wie kam es überhaupt zu der Idee, wofür ist Heimwärts da, warum machen wir das hier überhaupt? Und dann wird es eine Phase geben, wo wir einen Foodtruck haben hier von Archie's. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, so ein cooler Burgerladen. Wird es hier draußen dann so einen Foodtruck geben, werden verschiedene Stationen haben, wo ihr ein bisschen was über Heimwärts erfahren könnt, euch austauschen könnt. Und wir werden dann schließen mit einem Lobpreisabend, wo wir ganz besonders nochmal Gott die Ehre geben wollen für all das, was er in 10 Jahren Heimwärts getan hat. Ihr seid herzlich eingeladen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr mit uns diese 10 Jahre am 22.10. feiert. So viel von dem einen Alber und ich übergebe an meine kleine Schwester. Danke dafür. Genau, ich darf auch noch zu einer Veranstaltung einladen und zwar eine Veranstaltung von Beats and Message zu einem Pray and Worship Abend, der am 29. September hier in der Johanneskirche stattfinden wird und zwar um 19 Uhr. Wer Beats and Message vielleicht noch nicht kennt, Beats and Message wurde vor circa 5 Jahren ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Filderstädter Jugendarbeiten zusammenzubringen. Weil sowas wie Heimwärts gibt es nicht nur hier in Bernhausen, sondern auch in den
4 anderen Filderstädter Orten. Und wir haben gesagt, wie cool wäre das, wenn wir uns alle zusammen treffen und einfach ja Gemeinschaft haben, voneinander lernen und uns austauschen. Und das wollen wir tun am 29. September bei einem Pray-and-Worship-Abend, wo wir einfach Gott loben wollen im Lobpreis, aber auch gemeinsam beten wollen, vor ihn kommen wollen. Und ich freue mich mega, wenn ihr da alle am Start seid. Ja, das sind echt einige richtig coole Sachen. Hört sich echt gut an. Es gibt jetzt noch eine richtig coole Sache von mir. Nee, sogar zwei richtig coole Sachen. Und für die erste darf der Christian nochmal auf die Bühne kommen, nämlich uns den Segen zusprechen. Genau. Wir haben heute, wie wir schon ein paar Mal angesprochen haben, einen besonderen Tag, nämlich die ganzen Konfirmanden sind da. Und ich möchte mal alle Konfirmanden, die heute hier sind, nach vorne einladen zu mir. Ihr könnt euch gerne hier vorne hinstellen. Traut euch, habt den Mut. Und ich fände es cool. Ey, sehr cool, danke. Ja. Sehr nice, sehr nice. Komm. Kommt rein. Sehr, sehr cool. Vater Abraham. Schatz, nein. ich fände es cool, wenn wir als Gemeinde aufstehen könnten und wir gemeinsam die Jungs und die Mädels segnen könnten für die Monate, die vor euch liegen. Es liegen sehr, sehr spannende Monate vor euch und wir beten, dass eure Herzen aufgemacht werden für den Heiligen Geist und für das, wer Jesus Christus ist und wer Jesus in eurem Leben ist, okay? Ihr könnt gerne die Hände ausstrecken, das ist eine alte christliche Tradition, die wir schon seit 2000 Jahren haben und damit deuten wir mit unserem Körper, mit unseren Händen an, dass der Segen auch von uns ausgeht, auf euch, okay? Und Vater im Himmel, ich danke dir, Jesus Christus, dass du die jungen Männer und die jungen Frauen hier segnest für die Monate, die bevorstehen. Heiliger Geist, ich bitte dich, öffne du die Herzen für deine Wahrheit und für deine Weisheit, Jesus Christus, dass sie erkennen, wer du bist, dass sie erkennen, wozu sie berufen sind und wer sie sind in dir, Jesus Christus. Für Gnade, Barmherzigkeit und Liebe in dir, Jesus. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Einen kräftigen Applaus für die Jungs. Könnt euch gerne setzen, ja. Könnt euch gerne setzen. Bleibt gerne stehen. Was haltet ihr davon, wenn wir auch noch einen Segen mitnehmen für uns? und wir werden danach, könnt ihr auch stehen bleiben, wir werden danach noch einen gemeinsamen Lobpreissong singen und dann in die Verabschiedung gehen. Und so segne euch Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, damit ihr erkennt, welche Liebe in euch wahrhaftig lebt und welche Liebe aus euch hinausgehen kann. Dass die Liebe, die euch offenbart wurde in dem Sohn Jesus Christus, in der Offenbarung zu eurem Nachbarn Realität wird. Eine Liebe, die verändert, eine Liebe, die transformiert. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ja, nach diesem geistlichen Segen darf ich jetzt noch die letzte tolle Sache ankündigen, nämlich den leiblichen Segen. Es gibt natürlich wie jedes Mal noch ein tolles Bistro. Dazu seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen. Und dann nochmal die Erinnerung natürlich. Vielleicht habt ihr während der Predigt, ist euch schon ein Gedankenblitz gekommen, an wen ihr das hier weiterschenken könnt. Und genau, ich will euch einfach nochmal daran erinnern. Denkt darüber nach. Lasst es einfach in euch wirken und dann kommt ihr vielleicht auf die Person, die das benötigen könnte, die sich darüber freuen könnte. Und ich finde ja richtig cool, also auch dieses Kärtchen, ihr müsst gar nichts selber schreiben, sondern ihr müsst einfach nur ankreuzen, was ihr dieser Person wünschen könnt oder was ihr der für ein Kompliment geben könnt. Ganz besonders toll finde ich ja, hey, can I have your number? Also ihr seht schon, da kann man was richtig Cooles mitmachen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Meine Karte ist ziemlich voll, dass ich die jetzt auch so drehen musste. Ja, schön war's und ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Thank you.
Cool, dass ihr alle da gewesen seid. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Schlag dich auf, was genau, was ich will, was ich erwarte. Hör zu, ob diese Zeichen mir was sagen, mir die Antwort auf die Fragen nicht versagen. Skeptik macht sich breit, können bloße Seiten mir den Weg zur Weisheit überhaupt zeigen. Mach dich auf, Fenster raus, viele sind auf deine Fragen aus. Sag den anderen Bescheid, ihr seid herzlich willkommen. Yo, komm doch einfach rein, hier ist Wissen bereit, das den Durchblick verleiht. Lass uns gemeinsam Gott die Ehre geben, denn das Kreuz wird dir als wahres Wunder begegnen. Es ist, weil Jesus mich schon geliebt hat, als ich mein Leben noch in Sünde gelebt hab. Ich glaub an Jesus, ich danke dir, Herr, weil ich weiß, wie Hoffnung verändert. B wie Buch ist hier das Zauberwort. Jeden Menschen so vertraut, der beste Bestseller, den ein Laden je verkauft. Schau rein, lies dich ein, denn ich sag dir, es will dein Zuhause sein. Heimwärts geht's, würde ich sagen, denn für Jesus Christus kannst du einen Schritt durch unsere Türen wagen. In der Church Hashtag, du bist willkommen heimwärts. Und voreingenommen öffnet dir der Herr die Türen, weißt du was? Gott ist hier und aus Erfahrung muss ich dir gestehen, die Bibel ist ein Wunder Gottes, denn ich habe in schwarzen Buchstaben noch nie so schöne Farben gesehen. Es ist, weil Jesus mich schon geliebt hat, als ich mein Leben noch in Sünde gelebt hab. Ich glaub an Jesus, ich danke dir, Herr, weil ich weiß, wie Hoffnung verändert. Das war der Sonntag, frisch geheimwärts geht's in die neue Woche. Und ich hoffe, nein, ich weiß, in Gottes Liebe eingebettet und gerettet. Darauf kannst du wetten, weil der Herr, der Herr sein Blut für dich vergossen hat. Sag dafür doch mal Danke. Danke. Mit dem Song von Worship auf den Lippen freue ich mich auf Sonntag in 2 Wochen, denn um 7 heißt es wieder heimwärts. Es ist, weil Jesus mich schon geliebt hat, als ich mein Leben noch in Sünde gelebt hab. Ich glaub an Jesus, ich danke dir, Herr, weil ich weiß, wie Hoffnung verändert. Geht es heimwärts? Was geht heimwärts? Nur wir Jesus heimwärts.